Hallo, guten Morgen, liebes Festivalpublikum, liebes Podium. Herzlich willkommen zu unserem dritten und letzten Festivaltag. Ich freue mich, dass Sie sich so früh auf den Weg gemacht haben und will Ihnen ganz kurz noch sagen, was Sie hier bei uns oben heute auf der Hauptbühne im Diskursprogramm noch erwartet. Heute geht es hier nämlich nochmal ganz zentral um den Begriff, der wahrscheinlich diesem ganzen Konzept der künstlichen Intelligenz auch so diesen Drive und diesen Hype gibt, nämlich um den Intelligenzbegriff und um sein Gegenteil, wenn man das so sagen kann, die Dummheit. Also erstes Panel diskutiert, was ist künstliche in Klammern Intelligenz, und beim zweiten Panel um 13 Uhr geht es um die Frage, was ist und gibt es demzufolge künstliche Dummheit. Beim ersten Panel geht es also darum, wovon unterscheidet sich menschliche von künstlicher Intelligenz? Muss man nicht eigentlich von noch mehr Intelligenzen sprechen, sozialer, technischer, biologischer, künstlerischer Intelligenz? Und beim zweiten Panel, künstliche Intelligenz, Unfälle und Täuschungen künstlicher Intelligenz, geht es natürlich auch um die Frage, wie so häufig, wenn man künstlicher Intelligenz Dummheit attestiert, eigentlich um die Frage, ob die künstliche Dummheit der künstlichen Intelligenz nicht eigentlich auch an den Menschen liegt, die sie programmiert. Denn wir hatten Gedanke gestern aus der Keynote von Elisabeth André super gut gefallen. Warum sind die Menschen eigentlich so dumm und entwickeln Computer, die sie im Schachspiel besiegen, also eine künstliche Intelligenz, die besser Schach spielt als der Mensch, um sich damit eines so hervorragenden Freizeitvergnügens zu berauben, statt sozusagen künstliche Intelligenz zu entwickeln, die das persönliche Vergnügen der Menschen steigert. Sie sitzt heute Nachmittag um 13 Uhr auch nochmal mit auf diesem Panel, zusammen mit dem Informatiker Robert Geiros und mit mit dem Literaturwissenschaftler Moritz Ingwersen, und da wären noch ganz viele weitere Beispiele künstlicher und menschlicher Dummheit und Intelligenz diskutiert. Und last but not least, 14.30 Uhr findet das Festival hier oben seinen Abschluss, zumindest das Diskursprogramm des Festivals, und da wird nochmal ein Bogen geschlagen zur Eröffnungskino, denn da gehört die Bühne nochmal unserem Partner, dem Goethe-Institut. Und wir nehmen nochmal Bezug auf die Keynote vom ersten Tag. Da hat ja Toby Walsh in seiner Keynote uns in eine künstlich intelligente Zukunft des Jahres 2062 entführt und sich gefragt, wie das Leben da sein wird. Ob ich das erlebe, mit einem Glück vielleicht, aber die jungen Menschen, mit denen das Projekt Generation A gleich Algorithmus des Goethe-Instituts zusammengearbeitet haben, werden das mit großer Wahrscheinlichkeit überlegen, und was sie von dieser künstlich intelligenten Zukunft erwarten, welche Fragen sie daran haben und wie sie die gestalten möchten, das stellen sie heute Nachmittag auf dem Panel 14.30 Uhr, auf dem Abschlusspanel hier im großen Saal vor. Und da möchte ich gerne noch einen Hinweis geben. Dieses Panel wird in englischer Sprache sein, und für alle diejenigen, die das gern ins Deutsche übersetzt haben möchten, die können sich 14.30 Uhr ganz hinten, wo die zwei Übersetzerkabinen sind und wo unsere simultanen Dolmetscher eigentlich schon die ganze Konferenz übersetzen, ein Übersetzungsgerät und ein Headset holen und das Panel auch in deutscher Sprache verfolgen. So, vielen Dank, und damit übergebe ich an Blanka Weber für das erste Panel. Viel Vergnügen heute. Wunderbar, vielen Dank. Ich komme auch ein paar Schritte auf Sie zu, das macht es Moderatoren leichter. Moderare heißt ja verbinden, und wir begrüßen an der Stelle auch alle, die sich online einklicken, und natürlich auch Sie hier im Saal. Vor 10 Minuten haben wir uns gefragt, wer findet so zeitig an einem Sonntagvormittag den Weg hierher. Der Saal ist super gefüllt, wir freuen uns und haben uns auch schon gut eingegroovt. Wir möchten mit Ihnen also in den nächsten 60, 70 Minuten im Gespräch sein zum Thema Intelligenz. Wenn man hier ankommt, Teilnehmer, Teilnehmerin dieses Festivals ist, viele sind vielleicht noch nicht so intern vertraut mit dem Thema, aber vielleicht sitzen auch Experten hier im Raum. Manche von Ihnen werden mitbekommen haben, in der Bibliothek, da gibt es so kleine süße Roboter, Gama und Naomi, und manche haben sich vielleicht auch schon in eine Duftwolke einhüllen lassen und das Parfüm kreieren lassen nach einer KI. Sie alle sind mit Erwartungen, vielleicht auch mit Skepsis hierher gekommen, sind durch die Ausstellung geschlendert oder werden es noch tun und wissen, dieses Thema hat gute Seiten, aber vielleicht auch Seiten, die wir kritischer beleuchten sollen. Und es gibt also Für und Wider, und es gibt natürlich die große Frage, was ist eigentlich Intelligenz? Sie haben es so schön formuliert, die ethische, die soziale, die emotionale und viele andere Formen können wir beleuchten. Genau das wollen wir jetzt tun.
auf diesem Podium. Wir wollen fragen, wie wirkt sich das aus auf das Lernen für die einen wie für die anderen, auf das Handeln für uns als Mensch? Und was bedeutet das alles zwischen Bewusstsein, zwischen Mensch und Maschine und Umwelt? Und diesen Riesenkomplex wollen wir besprechen mit einem Soziologen, mit einem Informatiker und mit einer Forscherin, die sich speziell das Lernen und das Lehren vorgenommen hat und da vor allem mit Feedback-Strategien unterwegs ist. Ich beginne mit dem Blick des Soziologen, Professor Dr. Dirk Becker. Von Ihnen gibt es ganz unten im hübschen kleinen Buchshop auch ein Buch mit dem Titel Intelligenz, künstlich und komplex. Sie lehren an der Universität Witten-Herdecke, an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft, Philosophie, Politik, Ökonomik und schauen als Soziologe auf die große Frage künstlicher Intelligenz. Was ist das? Was bedeutet es für uns? Wie gehen wir damit um? Meine erste Frage an Sie, Definition künstliche Intelligenz. Ich weiß, das könnten wir jetzt bis 17 Uhr ausweiten, aber als kurzer Einstieg von Ihnen in unser Podium, wie definieren Sie das Wort? Na, ich möchte, dass man da als erstes immer eine Enttäuschung in den Raum setzen muss, wenn man mit den wichtigsten Entwicklern, Entwicklerinnen des sogenannten Maschinenlernens heute spricht, dann lehnen die, wenn sie nicht gerade vor irgendwelchen Fernsehkameras stehen, den Begriff der künstlichen Intelligenz ab, wollen damit nichts mehr zu tun haben. Der Begriff der künstlichen Intelligenz ist im Wesentlichen in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden, als man noch die Vorstellung hatte, dass man auf der Basis von Computerprogrammen symbolische Systeme, also Systeme, die mit bestimmten Operatoren rechnen können, um logische Operationen durchzuführen, die menschliche Intelligenz abbilden könnte. Das ist komplett gescheitert, hat zu dem sogenannten Winter der KI geführt. Und was wir heute erleben, ist sozusagen unter dem Label Künstliche Intelligenz eigentlich schon etwas ganz anderes, nämlich ein Umgang mit Statistik. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Die Frage, die mich deswegen hauptsächlich beschäftigt und auch in der Lehre in Witten-Herdecke beschäftigt, ist, wozu führt eigentlich dieser Vergleich zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz? Und dort ist auch eine gewisse Enttäuschung festzustellen, nämlich die, dass kein Mensch weiß, was das sein soll, menschliche Intelligenz. Weil wir haben eine mentale Intelligenz unseres Bewusstseins, wir haben so etwas wie eine neuronale Intelligenz unseres Gehirns, wir haben eine organische, vielleicht sogar eine Immunsystemintelligenz unseres Körpers und nicht zuletzt eine soziale Intelligenz, die wir als Mensch tatsächlich in der Lage sind, irgendwie synchron zu halten. Das ist das Phänomen schlechthin, das mich am meisten beschäftigt. Wenn man aber über die Intelligenz als solche spricht, muss man diese verschiedenen Felder trennen. Deswegen ist, wenn ich so sagen darf, mein Schlachtruf, dass wir nicht nur bis eins zählen dürfen. Also der Soziologe darf nicht nur bis zur Gesellschaft zählen, der Informatiker darf nicht nur bis zum Computer zählen, sondern wir müssen den Computer und den Menschen und die Gesellschaft und das Gehirn und den Organismus in einer Konstellation beobachten. Und das sind wir offen gestanden kaum gewohnt bisher. Wir schauen jetzt, was die Lernforscherin dazu sagt und ob Sie auch sagen, menschliche Intelligenz gibt es nicht. Es gibt ganz viele Formen, die Sie integrieren in Ihrem Bereich. Frau Professor Susanne Natzis, Sie lehren an der TU Dresden. Sie leiten die Professur für die Psychologie des Lehrens und des Lernens, beschäftigen sich mit Design, aber auch mit Evaluation und vor allem eben mit den Feedback-Strategien und werden da auch schauen, was bedeutet das Mensch-Maschine? Wie definieren Sie künstliche Intelligenz? Nun, ich denke, zur künstlichen Intelligenz ist jetzt schon einiges gesagt worden, historische Aspekte und auch die Enttäuschungen, die dazu gehören und dass unter dem Label heute alles Mögliche kursiert, wo eben datengetrieben quasi mithilfe von Algorithmen versucht wird, Muster erkennen, Struktur erkennen und dann auch Entscheidungsprozesse zum Beispiel zu unterstützen oder überhaupt zu leisten. Ich denke, hier war ja die These in den Raum gestellt worden, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was menschliche Intelligenz ist und auch aufgezeigt worden, das kann ganz verschiedene Bereiche umfassen. Was ich einbringen kann, ist zunächst mal, also Psychologen beschäftigen sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Konstrukt der Intelligenz. Also ich verwende jetzt schon den Begriff Konstrukt, um deutlich zu machen, das ist etwas, was wir nicht direkt beobachten können, das können wir nur erschließen. Unter anderem wurde diese Beschäftigung entwickelt, um Testverfahren zu entwickeln, um für
bestimmte berufliche Positionen Menschen auswählen zu können, damit sie passend zu diesen Berufen die Fähigkeiten haben, die man dafür benötigt. Und in der Psychologie ist zunächst mal dieses Konstrukt der Intelligenz ein Begriff, der die geistigen Fähigkeiten bezeichnet, in ganz vielfältigen Bereichen. Also hier, was jetzt hier vorher als mentale oder Intelligenz zum Beispiel hier bezeichnet wurde, also die geistigen Fähigkeiten. Und das geht eben von mathematisch-naturwissenschaftlichen bis künstlerischen, durchaus räumlich-visuellen Aspekten. Und das ist auch dann alles gefasst, zum Beispiel, wenn man einen Intelligenztest macht. Wenn man die Aufgabenpalette anschaut, dann findet man da ein breites Spektrum an Aufgaben. Die sind natürlich relativ isoliert, jetzt wenn man sie so bearbeitet. Und die Frage bleibt natürlich bestehen, wo bleiben andere Bereiche? Hier wurde Körperintelligenz mit angesprochen. Hier wurde soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz mit angesprochen. Da gibt es auch Ansätze, die versuchen, das nochmal weiter zu ergänzen. Die Frage ist, ob wir das dann auch jetzt noch, also wenn wir sagen, Intelligenz ist das Konstrukt, mit dem wir versuchen, die geistigen Fähigkeiten zu fassen, ob wir dann diese anderen Bereiche jetzt auch unter diesen Begriff fassen müssen oder ob wir einen übergeordneten Begriff finden müssen. Und der ist eigentlich in der Bildungsforschung jetzt auch ein wichtiger Begriff. Das wäre der Begriff der Kompetenz. Und bei der Kompetenz haben wir dann eben einerseits das Wissen, andererseits die Fähigkeiten. Dann kommt aber die Motivation, die Werte und die Haltungen dazu, die dann wieder ein Ganzes geben. Und Kompetenz ist wichtig, um dann spezifische Anforderungen zu bewältigen in Aufgabensituationen, sei es eben mit komplizierten Entscheidungen klarzukommen, wie es zum Beispiel zurzeit in der Pandemie eigentlich unsere Politiker machen müssten, aber die Verantwortungskomponente der Kompetenz offensichtlich gerne irgendwie an die Fachleute delegieren, aber nicht selber die Entscheidungen fällen, oder sei es in anderen Situationen, wo es eben hochkomplex wird und unsere heutige Welt ist hochkomplex, also wir müssen dieses ganze Zusammenspiel an geistigen plus anderen Fähigkeitsbereichen haben. Kompetenz, das merken wir uns als Stichwort und werden mit Ihnen im Laufe der nächsten Minuten nochmal erörtern, was eigentlich aus der menschlichen Intelligenz trotzdem wird, wenn wir so viel jetzt abgeben, weil es so schön leicht geworden ist. Aber Kompetenz merken wir uns. Tim Landgraf, ein gutes Stichwort für Sie. Sie sind Professor für künstliche und kollektive Intelligenzlehren an der FU Berlin. Sie erforschen intelligente Systeme und Ihnen haben es unter anderem die Honigbienen und die Guppies angetan. Wer nicht weiß, Guppies sind hübsche, kleine, viele schillernde Fische im Aquarium. Und Sie interessiert dabei wahrscheinlich auch die Kompetenz, aber auch die Intelligenz und das Interaktive zwischen Roboter und Tier. Das heißt, Sie sind an der Schnittstelle von Biologie, KI und Robotik unterwegs. Erzählen Sie uns mehr über Ihren Intelligenzbegriff in Zusammenarbeit mit Daten, aber auch mit diesen Wesen. Ja, also Intelligenz, glaube ich, ist für mich nicht unbedingt klar zu definieren. Brauche ich gar nicht. Brauchen wir Ingenieure nicht. Zwei sehr treffende Ansätze, die Sie beide gesagt haben, die Sie beide angebracht haben. Für Ingenieure ist das auch ziemlich egal. Ja, wir haben eine Aufgabe und die muss gelöst werden. So. Und ob das irgendjemand intelligent nennt oder dumm, ist ziemlich irrelevant für uns. So, dass das zum Stichwort Intelligenz, was in meiner Gruppe quasi immer die Hauptfrage ist, ist nicht, wie der Einzelne oder das einzelne Individuum intelligentes Verhalten produzieren kann, ob es quasi ein Tier ist, was ein Gehirn hat oder ein Roboter mit irgendeinem Programm, sondern wie die Gruppe intelligentes Verhalten produzieren kann, ohne dass es eine zentrale Kontrolle gibt. Also irgendjemanden, der allen Individuen sagt, macht mal das, sondern das, was wir in Schwärmen, aber auch bei uns Menschen beobachten können, ist ja, dass Einzelverhalten, Interaktionen untereinander, die Beobachtung dieser Interaktionen und die Dynamik aller Interaktionen dazu führt, dass Gruppenentscheidungen getroffen werden bei Wahlen, aber auch unsere Entscheidung im Supermarkt den Joghurt zu kaufen und nicht diesen, ist ja nicht eine eigene Entscheidung. Wenn man es auf die Spitze treibt,
hat die Historie all unserer Interaktionen mit anderen dazu geführt, dass wir uns so entscheiden. Und insofern ist das schon eine andere Ebene, auf der ich mich gerne mit Intelligenz beschäftige, aber da jedes Gruppenverhalten eben wirklich aus individuellen Verhaltensweisen resultiert, emergiert, müssen wir die auch mit verstehen. Ja? Und da schauen wir uns also hauptsächlich einfachere Tiere an, also Honigbienen und Guppies, wie erwähnt, und nicht Menschen, weil die so unglaublich komplex sind und unglaublich vielschichtig und das kriegt man alles gar nicht gemessen. Ja, deswegen Bienen und Fische. Und vielleicht noch eine Anmerkung zum Schach. Alles in der Forschung muss ja irgendwie in einem Modell betrachtet werden. Und Schach ist einfach ein gutes Modellszenario für eine Art von Aufgabe, von planerischer Intelligenz, die, wenn wir das Problem gelöst haben oder mit der Lösung, sicherlich noch an anderen Stellen in relevanteren Aspekten der Welt Probleme lösen können. Und bei uns ist das Modell der Intelligenz der Gruppe eben die Biene oder der Guppi, aber uns geht es nicht unbedingt nur um die Biene oder den Guppi, sondern auch um die Menschen natürlich. Jetzt sind wir Menschen natürlich fasziniert, wenn wir in die Tierwelt blicken und entdecken dort Systeme. Sei es das System der Ameisen, dass dieser Ameisenhaufen so exakt ausgerichtet ist und auch nicht zusammenstürzt. Sei es auch irgendein Vogel, der seine Nuss genau dahin legt, wo irgendwann mal die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Autoreifen drüber fährt und er die Nuss picken kann. Eichhörnchen, die mit einer super Strategie ihre Nahrung sammeln. Und sie interessieren sich für die Biene und für diese besondere Fischart. Warum machen sie das? Also warum ausgerechnet diese beiden und was fasziniert Sie so an diesen Bienen und Guppies? Wie haben Sie mit ihnen gearbeitet? Ja, ich glaube, warum mache ich was, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich finde es cool, aber das reicht mir schon. Wenn mich jemand dafür bezahlt, dass ich was Cooles mache, mache ich einfach weiter und frage nicht weiter, warum macht er das jetzt? Naja, aber klar. Das Argument ist so schwach, Herr Landgraf. Wie bitte? Das Argument war mir zu schwach. Ja, also ist natürlich schon so, dass mich interessiert, wie Gruppen zusammen Entscheidungen treffen. Ja. Lass uns heute essen gehen in der Gruppe. Das ist nicht klar, wohin dann alle gehen. Da muss man erstmal Informationen austauschen. Und wenn ich jetzt dieselbe Diskussion abspielen könnte und eine Person rausnehmen, austausche gegen eine andere Person, kommt dasselbe raus? Nee, nicht unbedingt. Ja, also es ist sehr nicht linear, sagen wir. Also kleine Änderungen haben große Auswirkungen. Nur wie funktioniert genau das? Ja, wie kann man denn modellieren, was da passiert im Informationsaustausch? Und Menschen, wie gesagt, sind viel zu komplex, dass ich da mich rantrauen würde. Und bei Guppies, das ist ein etabliertes Modellsystem, die machen letztlich alles, was sie sozusagen an Gruppenverhalten zeigen, ist Gruppenbewegung. Das heißt, Entscheidungen sind jetzt nicht, was weiß ich, Wahlen oder Kaufentscheidungen im Supermarkt, sondern die schwimmen links oder rechts lang. Ja? Wir gucken nachher noch auf Folien. Vorher vielleicht nochmal die Frage an Frau Narziss. Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf solche Tierarten zum Beispiel schauen, auch auf solche Versuche und davon auch partizipieren? Was bedeutet das für Lernstrategien oder auch für Lehrstrategien? Denn normalerweise befinden wir uns in so einer Transformationsgesellschaft, wo die Bildung ein sehr, sehr hohes Gut geworden ist. Und dennoch treibt uns alle die Frage um, was geben wir ab, wann machen wir es uns zu leicht? Verzichten wir auf das Erfolgserlebnis des Lernens der dritten, vierten, fünften Sprache, weil der Computer per Knopfdruck doch sowieso viel besser ist? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich mit neuen Lehr- und Lernstrategien beschäftigen? Die letzte Frage, die Sie jetzt gestellt haben, die würde ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit dem setzen, was hier gerade genannt wurde. Also zunächst mal möchte ich anknüpfen an was hier genannt wurde. Also ich denke, alles, was wir Menschen auch aus dem Verhalten von Tieren an Erkenntnissen gewinnen können, können wir natürlich auch weiter nutzen. Also zum Beispiel weiß ich auch, dass Ameisenströme genutzt werden, um sich zu überlegen, wie kann ich Verkehrsflüsse optimieren. Also daraus können wir ja durchaus was lernen, weil wir Prinzipien erkennen können, auf die wir vielleicht nicht kommen würden, wenn wir das nicht betrachten würden. Also insofern ist das durchaus hier eine Lerngelegenheit. Es ist jetzt nochmal was anderes, wenn Sie sagen, auf Knopfdruck sich irgendeine Information holen oder
an die Technik delegieren, meine Aufgabe, die ich sonst immer bearbeitet habe. Und da kommt das ins Spiel, was Sie jetzt auch genannt haben. Je mehr ich natürlich abgebe, desto weniger habe ich selbst Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu trainieren, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und ich nehme an, dass alle hier Erfahrungen haben, was passiert, wenn Sie in einem Bereich mal bestimmte Aufgaben nicht mehr machen, sei es im Sport, sei es in der Musik, sei es auch in kognitiven Aufgabenbereichen. Ja, in der Regel haben wir Lernkurven, die ansteigen, und wenn wir gucken wollen, dass wir die erhalten wollen, müssen wir eigentlich regelmäßig diesen Fähigkeitsbereich immer wieder üben quasi oder trainieren. Ansonsten sind wir zwar mal hier oben angekommen, Sie wissen alle, wenn Sie es nicht mehr nutzen, dann fällt die Lernkurve ab. Und wenn wir gar nicht mehr nutzen, dann fällt sie ganz steil an. Wenn wir immer wieder wiederholen, dann wird es irgendwann auf ein Plateau kommen und wird auch erhalten bleiben. Und das Problem ist, je mehr wir abgeben, desto weniger haben wir die Gelegenheiten zu trainieren. Und das bedeutet, wer nicht trainiert, kann auch die Fähigkeiten nicht erhalten oder weiterentwickeln. Also Lernen bedeutet ja immer eine relativ überdauernde Veränderung von Verhalten oder Verhaltenspotenzial. Und ich kann dieses Potenzial, ich muss es pflegen, damit ich es auch weiter nutzen kann. Und das ist dann natürlich kritisch, wenn es Bereiche betrifft, wo wir wirklich eigentlich gefordert sind. Also wenn wir jetzt neue komplexe Industrieanlagen, die unter dem Stichwort Industrie 4.0 gerade auch entwickelt werden oder auch erprobt werden, anschauen, da sind viele Aufgabenteile delegiert an die Technik, sei es digital oder ganz real. Aber es ist viel zu viel Aufwand. Also so viele Sensoren können Sie in ein automatisiertes Auto gar nicht einbauen, dass es dem Menschen die völlige Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsaufgabe abnehmen kann im Verkehr. Auch in einer komplexen Maschinenanlage ist es so, dass die Ingenieure ganz klar sagen, 100% Automatisierung geht nicht. Also muss der Mensch immer mit drin sein in dem System. Und die Anlagen werden immer komplizierter aber. Große Vernetzung, Eigendynamik, wir können das gar nicht alles gut durchschauen. Also, aber ein mentales Modell, also ein Verständnis zu entwickeln von dem, was da passiert, ohne dass man regelmäßig involviert ist in das Geschehen, ist natürlich verdammt schwierig. Und unsere Aufgabe hier ist im Moment, da eine gute Balance zu finden, zu gucken, dass wir die Maschinen oder die Systeme so gestalten, dass der Mensch gut integriert ist. Und an der TU Dresden, ich bin ja involviert in das Center, in CT, also in das Center of Tactile Internet with Human in the Loop. Also with Human in the Loop ist ja ein ganz wichtiges Stichwort dabei. Der Mensch muss in diese Systeme integriert sein, und das sind natürlich Psychologen durchaus gefragt, und wir haben auch einen Graduiertenkolleg, wo Doktoranden aus Ingenieurwissenschaften und Psychologie daran arbeiten, genau an den Fragen, wie schaffen wir es in der Prozessindustrie zum Beispiel oder bei mobilen Agrarmaschinen zu gucken, dass die Automatisierung und die ganzen technischen Systeme so gestaltet sind, dass der Mensch noch eine Chance hat, seine Wirksamkeit zu erfahren, seine wichtigen Fähigkeitsbereiche zu trainieren und trotzdem von der Maschine optimal unterstützt wird oder von dem System. Und das ist ein Riesenaufgabenfeld. Wir fragen gleich den Soziologen, was er davon hält vorher. Aber die Anmerkung an Sie im Publikum und auch gerne im Livestream. Schicken Sie uns Ihre Fragen, geben Sie ein Signal. Wir würden sehr gerne mit Ihnen logischerweise im Gespräch sein wollen, im Austausch, was Sie für einen Intelligenzbegriff bevorzugen, wo Sie denken, hier bleibt was auf der Strecke, wenn wir über die große KI reden. Also geben Sie uns ein Signal. Ich schaue immer mal zu Vincent und unserer Lampe. Wenn die leuchtet, weiß ich, es gibt eine Meldung aus dem Chat. Aber jetzt nochmal, Dirk Becker, die Frage an Sie. Das, was wir gerade gehört haben von Frau Natzis, nämlich es könnte auch eine Form des Lernens, des Lerneffektes und des sich Weiterentwickelns auf der Strecke bleiben, wenn wir zu viel abgeben. Das müsste Ihnen als Soziologe, der mit einer gewissen Sensibilität auf gesellschaftliche Entwicklungen in langen Bögen blickt, Sorge bereiten. Ist das so oder sind Sie da entspannt?
Beides. Es bereitet mir Sorge und ich bin entspannt, weil das hat Frau Narziss ja betont. Es gibt so viele Kompetenzfelder, auf denen man unterwegs sein kann und so viele Stellen, an denen uns Maschinen helfen können, dass die Frage, an welchen Stellen der Mensch im Loop bleibt, also in der Schleife bleibt, immer wieder neu zu stellen ist. Wir sind mit meinem Ex-Lehrstuhl gerade damit beschäftigt, Digitalisierungsprojekte in kleinen und mittleren Unternehmen zu beobachten. Und zwar dezidiert dort, nicht in Konzernen, ja, weil wir in den kleinen und mittleren Unternehmen merken, dass es zwischen Geschäftsführung und Werkerinnen auf dem Shopfloor eine ständige Interaktion darüber gibt, was man mit diesen Maschinen, die also nur begrenzt bisher mit KI unterfüttert sind, aber immerhin mit diesen Digitalisierungsmaschinen machen kann, an welchen Stellen welches Erfahrungswissen der Werker ersetzt werden kann, an welchen Stellen es überhaupt Erfahrungswissen gibt. Die meisten Geschäftsführer fallen in Ohnmacht, wenn sie merken, was ihre Arbeiter und Arbeiterinnen an den Maschinen alles wissen müssen, um diese Maschinen überhaupt zum Laufen am Laufen zu halten und zum Laufen zu bringen. Wir denken ja immer, eine Maschine sei dazu da, gebaut zu werden und anschließend bis ans Ende ihrer Lebenszeit vor sich hinzuschnurren. Wir wissen aus der Industriesoziologie, dass es keine Maschine gibt, vielleicht mit Ausnahme meines Rasierapparates, die nicht eine dauernde Betreuung durch Menschen brauchen. Ja, weil die heiß werden können, weil die sich abnutzen, weil die anfangen, Sonderleistungen zu bringen. Also diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist in diesen KMUs, kleinen mittleren Unternehmen, eine unglaublich wichtige Sache. Und der spannende Punkt dabei ist, dass man sozusagen die wesentlichen Fortschritte, man spricht dann von Innovationen, in diesem maschinellen Bereich überhaupt nur hinbekommt, wenn man anfängt, den Beitrag der Arbeiter, den menschlichen Beitrag, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Mensch, den menschlichen Beitrag zu würdigen und für den sozusagen immer nur partiell, wenn überhaupt, Ersatz zu finden. Also die vollautomatische Fabrik, der große Traum der Industrie 4.0, das kommt auch irgendwann, aber da wird dann so viel Erfahrungswissen eingebaut sein müssen und so viel Standardisierung auch stattgefunden haben müssen, dass man mit einer komplett neuen Industrie eigentlich konfrontiert ist. Darf ich noch ein Wort zu den Eichhörnchen sagen, weil mir das nämlich sehr auf der Seele liegt. Das ist ein super Beispiel, das hat man jetzt vor ein paar Jahren rausgefunden. Eichhörnchen sind nicht so intelligent, sich zu merken, wo sie Nüsse versteckt haben, sondern die verwenden einen Zufallsalgorithmus. Ja? Die verstecken einfach irgendwo in ihrem Terrain, das allerdings abgesteckt sein muss, verstecken irgendwo Nüsse. Und wenn dann der Winter kommt und der Schnee gefallen ist, fangen sie an, irgendwo zu suchen. Ja? Das heißt, die gehen intelligent mit Zufall um. Das ist auch eine Intelligenz, aber sie merken sich nicht mental, wo sie irgendwelche blöden Nüsse versteckt haben. Ja, das war ein sehr schönes Ergebnis von biologischer Forschung, von dem auch Soziologen profitieren können. Also ist der Mensch gefragt, sich fürs Eichhörnchen etwas auszudenken, um die Wege zu verkürzen und die Überraschungseffekte zu Erfolgserlebnissen schaffen die selbst, zu formatieren. Die Eichhörnchen. Machen sie selbst. Machen das die Honigbienen besser, Herr Landgraf? Also die Honigbienen sind sehr, sehr viel schlauer. Ich will bloß eins sagen, dass die Entscheidung, ob ein Verhalten intelligent oder nicht intelligent ist, immer aus unserer menschlichen Sicht heraus eine relative ist. Wenn ich jetzt euch sage, ich finde einen Ort innerhalb eines Radius von 10 Kilometern, wenn ich es einmal besucht habe, von überall wieder, dann würdet ihr sagen, oh, nicht schlecht. Machen Bienen, können die, würden wir sagen, eine Biene ist intelligent? Weiß nicht. Also ich sage das schon. Sagt ihr das? Weiß ich nicht. Ich will bloß sagen, Intelligenz hat immer auch eine Dimension, wo wir messen müssen, wie ist die Performance innerhalb einer Aufgabe. Hm? Ja, aber das wäre jetzt, wenn ich direkt einsteigen darf. Und wenn ich die Perspektive verändere und die Aufgabe verändere, kann was anderes rauskommen. Deswegen ist das so eine schwierige Definitionsfrage, an der man sich die Zähne ausbeißt, gar nicht mal, weil es zu hart ist, sondern weil es so weich ist. Ja? Ich komme da gar nicht ran an die Substanz. Aber das wäre jetzt nur eben bezogen auf diesen Aufgabenbereich quasi. Das wäre, wenn wir jetzt isoliert jemand hätten, der zum Beispiel sehr gut Zahlenreihen fortsetzen kann. Mhm. Ne? Eine Teilaufgabe in den Intelligenztests, aber alle anderen nicht gut bearbeiten könnten. Mhm. Insgesamt wäre dann der Intelligenzwert, der dann rauskommen würde, ziemlich gering. Also wenn wir es auf die menschliche Intelligenz bezogen betrachten, dann wäre es
das so isoliert, würde man das nicht als unbedingt intelligent bezeichnen. Allein deswegen nenne ich KI schon nicht gerne KI. Hm. Ja, weil das, wenn wir zum Beispiel Schach oder sowas als Beispiel hernehmen, eine sehr schmale Perspektive haben, in der wir das messen können, dass was da passiert, gut oder schlecht funktioniert, aber alles andere nebendran kann das eben noch nicht. Wenn ich eins ergänzen darf, also ich plädiere ja sehr dafür, sich sozusagen verschiedene Intelligenzen und auch verschiedene Aufgabenbereiche anzuschauen. Aber trotzdem sind wir ja immer noch Wissenschaftler und trotzdem fällt uns auf, also irgendwie, es taucht überall in diesen verschiedenen Bereichen der Begriff Intelligenz auf. Dann kann man jetzt sagen, naja, bitte nicht nominalistisch werden. Ja, das ist ein zufälliges Wort. Sie sagen, mit Recht, finde ich, als Ingenieur interessiert mich das nicht. Als Sozialwissenschaftler, gilt für Sie wahrscheinlich auch, Frau Narzis, sagt man, naja, aber irgendwie so eine Gemeinsamkeit des Hinguckens gibt es auch bei dem Wort der Intelligenz. Und wenn man jetzt in meiner Volksetymologie sich nochmal das Lateinische anguckt, intelligere, ne, dann steht Intelligenz darin, etwas dazwischen zu legen. Nämlich zum Beispiel zwischen die Aufgabendefinition und die Frage, welchen Weg wähle ich denn, um dahin zu kommen? Oder zwischen Tat und Nachdenken. Ne? Es wird etwas dazwischen gelegt. Und dann kann ich mir anschauen, an welchen Stellen wird was dazwischen gelegt. Aber dass überhaupt die Fähigkeit besteht, etwas dazwischen zu legen und nicht spontan, unmittelbar aus dem Impuls heraus zu reagieren, das ist, glaube ich, etwas, was wir als Definition von Intelligenz fast über alle Bereiche hinweg festhalten können. Das Problem ist die Messbarkeit. Ja? Wenn ich jetzt winke und, also sagen wir mal, wir definieren Intelligenz als intelligentes Verhalten, also irgendwas muss da einigermaßen sozusagen schlau passieren, dann winke ich und das Winken an sich ist jetzt nicht sehr schlau. Aber wenn ich winke und ein Hund kommt an und das habe ich alles geplant und der bringt mir irgendwas, dann ist das schon noch was Schlaueres. Das heißt, was messe ich denn überhaupt im Verhalten und was lege ich denn dazu, oder was unterstelle ich denn da an kognitiven Prozessen, die ich nicht direkt messen kann? Und bei Software, bei künstlicher Intelligenz kann ich alles messen, was da drin passiert. Bei uns Menschen nicht. Wir können nicht jedes Neuron auslesen. Und ich unterstelle jetzt mal, dass das völlig egal ist, wie diese Beschreibung aussieht, ob Kopf oder im Rechner. Am Ende ist das abhängig vom Beobachter. Und der kann sehr variabel sein. Und deswegen ist es so schwer. Also Messbarkeit schwierig. Es wäre jetzt vielleicht auch spannend, einen Hirnforscher zu hören, der uns sagt, was heißt das eigentlich im Moment fürs menschliche Hirn und was können wir selber trainieren in Zukunft? Was können wir noch aktivieren? Was liegt da vielleicht auch noch brach? Denn angeblich nutzen wir ja nicht das alles, was wir haben. Aber mich interessiert nochmal Ihre Honigbiene. Sie haben uns zum einen Slides mitgebracht und die können wir vielleicht jetzt mal einblenden lassen, wenn Sie dazu was sagen mögen, Herr Landgraf. Spannend ist ja, was haben Sie dort in dieser Hirnaktivität festgestellt? Wie haben die Tiere auch auf Roboter reagiert? Wer hat sich von wem beeindrucken oder auch aus dem Ruder bringen lassen? Was haben Sie daraus gelernt? Also das sind jetzt bloß vier Bilder oder Videos, die zeigen sollen, wie das aussieht bei uns. Und da das bei mir so schön auf Video überhaupt festzuhalten ist, im Vergleich zu meinen Kollegen, habe ich das mitgebracht. Also links sieht man hier ein Guppi-Roboter, der verfolgt wird von richtigen lebenden Guppies und hier ein Bienen-Roboter, diese helle Plastikwurst hier, die sich zappelnd bewegt, die soll den Bienentanz nachmachen und diese grüne Biene hier, die grün markierte Biene, zu einer nicht existenten Futterquelle schicken. Ja, also hier geht es in beiden diesen Beispielen darum, erstmal den Tieren weiß zu machen, dass das, was da zappelt oder sich bewegt, wirklich ein echter, lebendiger Fisch oder eine lebendige Honigbiene, Nestgenossin ist. Und dann natürlich, wenn wir diese Ebene erreicht haben, Fragen zu stellen. Also welche Signale sind denn hier relevant? Wie muss sich denn die Biene zappelnd bewegen oder muss die ihre Flügel dabei vibrieren oder nicht? Oder wie sind die Regeln innerhalb des Schwarms, sodass die anderen Fische interessiert sind, mitschwimmen oder sich irgendwohin steuern lassen. Ja? Und das ist natürlich ein riesiger Wust an Fragen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, aber das ist der eine Ansatz, den wir wählen, weil gerade in der Schwarmintelligenz oder die Intelligenz der Gruppen wird im Rechner untersucht, indem ich Modelle baue.
mathematische Beschreibungen, wie Individuen zum Beispiel ihre Bewegungsrichtung anpassen. Wenn wir, sagen wir mal, in einer engen Masse auf Veranstaltungen laufen, folgen wir ähnlichen Regeln wie diese Guppies. Und diese mathematischen Beschreibungen sind dann im Rechner natürlich, aber ohne, dass wir einen Zugriff haben auf die wahre Welt, um sie da auch zu validieren. Der Roboter gibt uns die Möglichkeit. Und wir machen natürlich auch nicht nur Roboter, sondern wir schauen uns auch einfach nur Bienen an. Und hier ist KI ein Hilfsmittel. Okay, das geht jetzt nicht, das ist eigentlich ein Video. Jetzt wimmelt alles. Ihr müsst euch vorstellen, die Bienen bewegen sich. Und wir nutzen also KI, um die Position und die ID, also die, eine eindeutige Nummer für jede Biene zu erkennen und sie über die Zeit zu verfolgen, um dann zu fragen, okay, wer macht was mit wem? Und eins dieser Fragen, was gemacht wird, jetzt geht's, ist zum Beispiel wieder dieser Bienentanz, den können wir sozusagen automatisiert erkennen. Für die, die nicht wissen, was der Bienentanz eigentlich soll, das ist eine Kommunikationsform, um anderen Bienen zu sagen, von unserem Heimatstock aus gesehen, finde in die Richtung und in der Entfernung Futter. Also es ist ein Signal, um anderen Bienen zu sagen, flieg mal aus. Und das können wir nachempfinden. Wir können quasi beobachten und mit KI reproduzieren, wo die Biene war oder beziehungsweise wo sie die anderen hinschicken möchte. Also KI als Tool. Natürlich haben wir auch Anwendungen, die wir aus den Bienen herausholen. Das sind zwei Modellfahrzeuge, die in der Fahrt Energie austauschen. Und was ist jetzt bienisch daran? Naja, Bienen können einander anbetteln und sagen, ich habe jetzt nichts gefunden, hast du mal ein bisschen Nektar oder Honig für mich? Und dann wirkt die andere angesprochene Biene einen Tropfen Honig hoch und dann kann die hungrige Biene weitermachen. Und genau dieses Prinzip haben wir hier auf Autos übertragen. Also du musst den Bogen spannen, dass es wirklich auch interessante Aspekte im Bienenleben gibt, von denen man sonst nichts weiß, aber die vielleicht in naher Zukunft im Auto stecken werden. Und eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist, neuronale Netze sind quasi jetzt die Standardlösung für all das, was wir KI oder Machine Learning nennen. Das heißt, die werden trainiert, um zum Beispiel für ein Eingabebild zu sagen, das sind jetzt Affen oder das ist jetzt ein Hund oder so. Nur wenn wir uns vorstellen, diese neuronalen Netze sollen eingesetzt werden im autonomen Fahren oder in der medizinischen, sozusagen klinischen Beurteilung von, was weiß ich, Symptomen, was ist das für eine Diagnose zum Beispiel oder so. Also alles das, was wirklich Menschenleben gefährden könnte. Wir wissen nicht, wie diese neuronalen Netze funktionieren und ein Strang, auf dem wir arbeiten, ist, die zu erklären, also die Funktion von neuronalen Netzen zu erklären. Und eine Möglichkeit ist zu sagen, auf ein Eingabebild hin, welche Regionen waren denn wichtig und waren relevant für dieses Netzwerk zu entscheiden, das ist jetzt ein Affe oder das ist ein Hund. Gut. Wir schauen gerade mal ganz kurz in den Chat und damit zu Vincent, bitte. Ja, guten Morgen. Allerseits, ich bin hier wieder. Danke, Blanka. Ich habe einen Kommentar von Lutz im Chat beobachtet, den ich euch dann weitergeben würde. Die geistige Entmatung des Menschen durch KI, die Frau Professor Nassi skizziert, ist absurd. Genauso absurd wie die Vorstellung, dass die Mechanisierung des 18. und 19. Jahrhunderts den Menschen physisch entmachtet hat. Der Mensch transformiert seine Umwelt, um sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, in denen er besser ist als verfügbare künstliche Systeme. Uns bleibt noch immer die Aufgabe, schöpferisch zu wirken und den vielen künstlichen Systemen Gestalt und Aufgabe zu geben. Zurück zur Philosophie. Was machen wir jetzt damit, Frau Narziss? Also wollen Sie dazu kurz was sagen und vielleicht auch nochmal wollen wir einen Blick Herrn Becker darauf werfen aus Ihrer Sicht? Ja, also das wurde jetzt als absurd abgetan, dass das Risiko bestehen würde, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn wir zu viel an die Technik delegieren, durchaus auch Fähigkeitsbereiche verkümmern können. Klar, hier wurde der schöpferische Fähigkeitsbereich angesprochen.
der lässt sich noch, würde ich jetzt mal sagen, sehr schwer irgendwie an technische Systeme delegieren, wobei auch da die ersten Beispiele ja vorliegen. Ich will auch gar nicht absprechen, dass das, was der Mensch ganz besonders gut kann, natürlich immer ein Bereich sein wird, also gerade kreativ, kritisch, auf, wenn viele Informationen da sind, auch gewisse Unsicherheiten. Ne? Also wir haben gerade gesehen, damit hier überhaupt eine Entscheidung gefällt werden kann, ist das ein Hund oder ein Affe, muss klar sein, was sind die relevanten Informationen. Das brauchen auch wir. Wir sind noch verdammt gut im Vergleich zu Maschinen, wenn unvollständige Informationen da sind, trotzdem gute Schlussfolgerungen zu schließen. Wobei auch da wir Grenzen haben, wenn man zum Beispiel die Arbeiten von Gerd Gigerenzer anschaut, dann sieht man auch, ja, wir haben unsere Heuristiken, wie wir damit umgehen und können es damit auch relativ gut. Und das wird sicher noch eine ganz, also das wird sicher ein originär menschlicher Bereich bleiben. Dennoch ist es so, dass natürlich bestimmte Fähigkeitsbereiche durchaus, wenn sie nicht gepflegt werden bei Menschen, ja, irgendwie vielleicht nicht verschwinden, aber in den Hintergrund treten werden, um das so zu formulieren. Und ich würde es nicht als absurd bezeichnen, also ich habe sehr viel im Moment mit Elektrotechnikern, Ingenieuren und so weiter in den Projekten zu tun und es beschäftigt uns schon sehr, wie schaffen wir diese Balance hinzubekommen, dass das ein gutes Miteinander ist. Und die Frage steckt da natürlich immer drin, wie ändern sich die Aufgaben? Klar, verändern wir durch das, dass wir Technik einsetzen, dann auch die Aufgabenfelder. Was bedeutet das jetzt wiederum für die Menschen, die da drin arbeiten? Wie müssen die dann ausgebildet werden und so weiter und so fort? Aber nicht alle Menschen auf der Welt können dann nachher Künstler sein. Die Robustheit des Systems ist doch genau das, was das Problem ist. Wenn ich mich in eine Abhängigkeit bewege, okay, und das System läuft immer. Gut, aber was ist, wenn es ausfällt und ich diese Fähigkeit nicht mehr habe? Ich glaube, da an der Stelle sind einfach noch ein paar Gedanken zu denken. Genau. Herr Becker, von Ihnen auch Anschlussgedanken dazu. 19. Jahrhundert als Stichwort, ich glaube, das fiel bei Ihnen im ersten Anfangsstatement. Der Begriff künstliche Intelligenz 1956 zum ersten Mal etabliert worden. Mögen Sie noch mal einen Ball aufnehmen, auch zu dem Gehörten? Ja, also, soweit ich es verstanden habe, ich meine, wenn man sich diesen Menschen anschaut, von dem hier ständig die Rede ist, dann ist das ein Ergebnis einer Jahrmillionen dauernden Evolution, die aus sehr vielen Faktoren besteht, aus Sprache nicht zuletzt, aus sozialen Zusammenhängen, aus der Entwicklung von geistigen Fähigkeiten und die sich in den letzten 5000 Jahren auf eine Art und Weise dramatisch beschleunigt und verändert hat, die also atemberaubend ist und die es extrem schwer macht, den Menschen für einen konstanten Faktor zu halten. Der ist selbst das Produkt der Koevolution auf einem Planeten, der über extrem viele kognitive Organismen verfügt. Wofür ich sehr, sehr plädieren würde, wäre diese grenzenlose humanistische Selbstüberschätzung des Menschen, die wir uns seit dem 16. Jahrhundert angewöhnt haben, zu korrigieren und uns in einem planetaren Zusammenhang zu denken, in dem es sehr viele und sehr unterschiedliche vernünftige Organismen gibt, mit denen wir mehr und mehr lernen müssen, lernen wollen, zusammen zu denken im besten Sinne des Wortes. Und dazu gehören Maschinen, warum denn nicht? Es gibt dieses großartige Buch von Lovelock, großartiges Buch, kleiner Essay mit dem Titel Novozän, sozusagen eine Ergänzung des Wortes Anthropozän, das wir alle diskutieren. Er schwärmt sehr davon, dass die große Hoffnung auf die KI darin besteht, überall kleine Sensoren und Aktoren auf dem ganzen Planeten zu verteilen, die endlich es schaffen, den Planeten so kühl zu halten, wie er gehalten werden muss, damit er tatsächlich überlebensfähig ist. Ich würde sagen, ja, aber lass uns doch das Anthropozän und das Novozän kombinieren und dem Menschen noch eine gewisse Chance des Mitdenkens geben, die er aber nur hat, wenn er feststellt und zugesteht, dass andere Organismen auch denken, inklusive der Wale, die sich in unseren Meeren herumtreiben. Ja.
Also das Denken, das Partizipieren, auch das ständige Neulernen. Frau Narzisst, das sind genau Ihre Themen. Ich nehme an, Sie machen sich Gedanken, wie wir besser, effektiver lernen können, was wirklich wichtiges Wissen ist, was wir weiterentwickeln, was sich aber auch verändern wird. Woran arbeiten Sie? Was sind Strategien, die diese große Bildungslandschaft auch betreffen und damit Familien genauso wie Universitäten? Ja, also zunächst mal möchte ich einen Satz oder Teilsatz aufgreifen von vorher, wo Sie sagten, ja, irgendwie kursiert ja so durch die Medien, wir nutzen nicht unsere gesamte Hirnmasse, wenn wir grundsätzlich, sondern da liegt viel brach, ist so das Stichwort, was Sie auch im Telefon sagten. Und das Spannende ist einfach, wenn man Befunde, neurowissenschaftliche Befunde anguckt, dann ist es nicht ein Zeichen von intelligentem Verhalten, wenn jemand ganz viel seiner, also wenn da ganz viel Stoffwechsel stattfindet. Also im Gegenteil, Studien zeigen, wenn Leute hochgeübt sind oder hochintelligent, also in neuen Aufgabenbereichen macht sich das bemerkbar, die Unterschiede in der Intelligenz, dann kann man bei bildgebenden Verfahren feststellen, dass da weniger Aktivität benötigt wird im Gehirn quasi an den Stellen, die aktiv sein müssen, im Vergleich zu Personen, die wenig geübt sind und die weniger Intelligenz haben. Also viel Hirnmasse nutzen heißt nicht unbedingt sich intelligent verhalten. Da muss man, also wir müssen immer die biologische Ebene auch trennen von dem, was jetzt die Konstruktebene betrifft und auch was jetzt hier schon richtig gesagt wurde, wir interpretieren ja das von außen auch ein Stück rein, was heißt jetzt intelligent verhalten. Also in der Studie, die ich gerade ansprach, bedeutete das zum Beispiel, im Kopf eine mentale Landkarte abzugehen und zu sagen, wie komme ich da hin und gibt es da Einbahnstraßen oder Wege, die man nicht gehen kann zum Beispiel. Jetzt zu der Frage, ja, wenn wir jetzt, was ist wichtig, um mit Blick auf das, also auf die Fähigkeiten, die uns Menschen auszeichnen und die wir künftig auch brauchen werden, Bildung zu organisieren, Lernerfolge zu induzieren, zu unterstützen und so weiter, das ist ja mein originäres Thema. Und wenn wir überlegen, also was können wir, was die Maschinen nicht können, also das ist das kritische Denken. Aber nicht nur kritisches Denken, das ist Kommunizieren und Interagieren und das eben nicht nur lokal, sondern global und verteilt jetzt in einer globalisierten Welt. Das ist auch das, was mit, also da gehört dann die soziale Kompetenz quasi dazu. Das sind alles Punkte, die natürlich jetzt extrem wichtig sind. Das ist eben unter Unsicherheit auch Entscheidungen fällen zu können. Das ist interkulturelle Kompetenz dann gegebenenfalls auch zu haben und so weiter. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Damit kommen wir, und das setzt natürlich voraus, dass wir sowas entwickeln, was ja, international als 21st Century Skills inzwischen bezeichnet wird, eben dieses kritische Denken, Reflektieren, mit Unsicherheit umgehen können, mit vernetzten Informationen umgehen können, das jetzt einmal bezogen auf konkrete Aufgabenfelder, aber dann eben auch auf die ganzen offenen Fragen, die wir zurzeit auch haben, weltweit auch nochmal Verantwortung, was ich vorher zum Kompetenzbegriff auch gesagt habe, Haltungen, Werte zu entwickeln, nicht nur an mich zu denken, sondern an das Gemeinwohl zu denken und dann eventuell auch eine Entscheidung zu fällen, wo ich vielleicht für mich selber sagen würde, wenn ich alleine wäre, würde ich das jetzt nicht machen, aber weil ich Verantwortung für die anderen habe, lasse ich mich impfen zum Beispiel. Und das sind so Punkte, die wir dann in die Bildung auch einbringen müssen. Und da gibt es natürlich auch von der OECD eine große Diskussion. Was mein Hauptschwerpunkt ist, ist eben dieser Punkt, Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, ich arbeite zu Feedback-Strategien, über Feedback zu Aufgaben, die man bearbeitet hat, kann man natürlich Lernprozesse anregen. Und das ist dann besonders wichtig, wenn jemand noch Schwierigkeiten mit den Aufgaben hat. Und wenn ich aber möchte, dass diese Person nicht abhängig wird, jetzt auch wieder von meinem möglicherweise technisch gegebenen Feedback, muss ich das so gestalten, dass ich eigentlich versuche, diese Person in diese Feedback-Strategie mit einzubauen. Also dass ich sie zum Beispiel zuerst mal selbst reflektieren lasse, was denkst du denn, ist dir jetzt gut gelungen bei dieser Aufgabe oder bei dieser Problemlösung? Und
dann erstmal registriere, was die Person sagt. Dann bräuchte man jetzt, wenn man das technisch umsetzen wollte, natürlich ein Modell, inwiefern stimmt das, also ich muss gemessen haben, was hat sie tatsächlich geleistet, inwiefern stimmt jetzt, was die Person eingeschätzt hat, und wenn da eine Diskrepanz zwischen dem ist, was sie eingeschätzt hat, und dem, was eigentlich sein soll, dann wäre wichtig, von außen jetzt überhaupt erst Hilfestellung zu geben. Ansonsten ist es nur wichtig zu bestätigen, ja, das hast du richtig erkannt, hier ist noch ein Problem, hast du eine Idee, wie du jetzt das besser machen könntest? Auch hier wieder, merken Sie, ich stelle die Frage, ich sage nicht, ja, das hast du richtig erkannt, das ist falsch, mach es so und so. Also ich gebe nicht die Lösung rein, weil wenn ich möchte, dass jemand eben sich weiterentwickelt, muss ich den zum Selberdenken bringen, zum Selberreflektieren. Und wenn ich feststelle, dass die Person keine Idee hat, dann kann ich versuchen, Hilfestellungen zu geben, diese Idee zu entwickeln, wie sie dann weiterkommt. Und gegebenenfalls eben dann vielleicht erstmal an die Hand nehmen. Und dann wäre das Wichtige in dem nächsten Prozess, damit das, was jetzt an Erkenntnissen bei der Person hoffentlich entstanden ist, auch genutzt werden kann, muss es nochmal geübt werden. Das heißt, es muss eigentlich nochmal eine Gelegenheit gegeben werden, diese Aufgabenbereich nochmal zu bearbeiten, um festzustellen, dass es auch auf eine andere Aufgabe transferieren kann. Das sind quasi die tutorellen Feedback-Strategien, die ich die letzten 20 Jahre auch durchaus computerbasiert habe, versucht habe. Fantastisch, dass das so weitergeht jetzt, dieses Gespräch, weil ist natürlich klar, dass jetzt die logische Konsequenz ist, dass wir eine KI haben, die mit den Lehrenden, mit den Lernenden, mit jedem von uns in den Austausch tritt und Feedback gibt. Zu eigenem Verhalten oder Meinungen oder zu Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, was wir auch versuchen mit den Fischen oder mit den Bienen oder sozusagen der Herr Becker in der Draufsicht auf menschliche Gesellschaften versuchen zu verstehen, nämlich wie können jetzt diese Netzwerke, hybride Netzwerke, also einerseits bestehend aus Menschen, biologischen Intelligenzen und künstliche Intelligenzen, ob es das Auto oder das Handy oder der Kühlschrank ist, die kommunizieren ja mit uns. Die modulieren unser Verhalten, indem sie Informationen oder auch mit die Möglichkeit für Aktionen geben. Die modulieren unser Verhalten, sind also Teil des Netzwerks. Und jetzt ist die Frage, okay, was kommt am Ende raus? Wird das besser, unser Leben, oder unter welchem Sichtpunkt wir das betrachten? Ist ja noch unklar, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, wo es jetzt hingehen wird. Und ich glaube, die Bewusstheit dahingehend, dass wir in diesem Netzwerk uns schon längst befinden, dass unser Handy unsere Daten ja genau deswegen auch haben möchte, um rauszufinden, welche Aktion, welche Information soll dargestellt werden, welche ist denn jetzt die optimale? Wir werden auch sehen, dass unsere Handys immer, sagen wir mal, variantenreicher werden. Ne? Bei den Fischen haben wir den Roboter so eingestellt, dass der versucht zu lernen, wie die Fische denn am besten von A nach B gebracht werden sollen. Und das heißt, der macht alles Mögliche. Der probiert und piekst und schubst und lockt und fährt im Kreis da hinten. Also alles, was normale Fische nicht machen würden, kann der ja machen. Das heißt, unser Handy wird das auch versuchen. Alle möglichen, natürlich in bestimmten ethischen und rechtlichen Rahmen muss das natürlich alles bleiben. Aber wir werden schon sehen, dass wir ein bisschen gepiekst werden, um zu gucken, wie funktioniert so ein Mensch überhaupt. Und das an der Ebene finde ich super spannend, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber natürlich sicherlich auch aus einer ethischen, sicherlich fraglich, ne? Manchmal an manchen Stellen. Vielleicht eine Bemerkung zur Ethik. Das ist ja im Moment sehr, sehr hoffnungsvoller Gedanke, dass man dieses Verhältnis von Mensch und Maschine ethisch beobachten kann und ethisch beurteilen kann. Mir als Soziologen fällt auf, dass die Ethik da unter Umständen überschätzt wird und etwas anderes unterschätzt wird. Wir haben es nämlich nicht mit diesen Netzwerken, von denen Sie gerade reden, nicht nur mit Menschen und Maschinen zu tun, sondern auch mit Organisationen, mit Staaten, mit Firmen, mit Krankenhäusern, mit Kirchen etc. Ich will gar nicht das Beispiel China nennen, was ich jetzt doch getan habe, in die mit großartigen Feedback-Strategien arbeiten und sicherlich ihre Gesamtbevölkerung, mit Ausnahme so kleiner bretonischer Dörfer, die dort andere Namen tragen, im Griff haben, nennen.
Ich glaube, es wird ganz wichtig werden, Stichwort Algorithm Watch, also diese Organisation, die die Anwendung von Algorithmen, künstlicher und anderer Intelligenz in Deutschland und weltweit überwacht, ganz wichtig werden, sich anzugucken, wer mit welchen Feedback-Strategien arbeitet und wer an welchen Stellen uns welche Art von Feedback gibt. Wenn wir nicht anfangen, Feedback zu geben zu denen, die uns glauben, Feedback geben zu können, dann verlieren wir all das, was in der Frage eben auftauchte, aus den Augen. Alles so tierisch intransparent. Wir wissen nicht, was Googles Algorithmen machen. Wir wissen noch nicht mal, was für Daten. Na doch, die Daten können wir uns schon noch holen, aber das macht doch auch keiner. Also es muss systematisch untersucht werden, weil sonst haben wir keine Agency. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie, in welche Richtung wir uns entwickeln, weil der Treiber natürlich der großen Firmen ist sicherlich hauptsächlich Profit. Unter anderem. Also Experten sagen ja, die Maschinen sind normalerweise dumm, denn sie sind bewusstlos, aber sie haben eben Macht, nämlich die, die wir hineingeben. Jetzt wird wahrscheinlich Sie alle hier im Saal interessieren und auch all jene, die uns online zuschauen. Was bedeutet das jetzt für uns? Also Sie drei Experten mit Ihrem wirklich spezifischen Fachblick, was heißt es fürs Lernen, aber auch fürs Handeln? Welche Intelligenz wird für uns die bestimmende sein? Welche dürfen wir unbedingt nicht aus den Blick verlieren? Und wo würden Sie uns vielleicht auch als Publikum sensibilisieren wollen künftig? Ich würde gerne die verbleibenden Minuten noch mal nutzen, um zu beleuchten, woran Sie derzeit forschen, also was für Sie auch Felder sind mit Blick nach vorn und was Sie uns auch, den ganz normalen Bürger, die Familien, die hier im Raum sind, Studierende, die sagen, okay, ich möchte gerne vielleicht später in die Psychologie oder Philosophie. Was heißt das für mich jetzt, was Herr Landgraf erforscht? Also was steht an? Was steht auf Ihrer jeweiligen Agenda? Und was spiegeln Sie dem Publikum? Was sind die springenden Punkte, wenn wir über Lernen und Handeln reden? Mögen Sie beginnen, Herr Landgraf? Ja. Na, ich glaube, mein Hauptpunkt ist, dass wir uns nicht als einzelne, losgelöste Individuen sehen, sondern dass wir natürlich verknüpft und vernetzt sind. Das ist ja nun keine Neuigkeit, das wissen wir, wir reden miteinander, aber ich glaube, ganz oft macht man in der Betrachtung seiner selbst einfach einen Cut und sagt, alles, was da passiert, das bin ich nicht, hat doch keinen Einfluss auf mich zurück, und das stimmt eben gar nicht. Ne? Wir sind wir, ne? Und das ist mehr als ich plus du und so weiter. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir in der Entwicklung, in der wir stecken, eine riesige Chance haben auch. Mit künstlicher Intelligenz, die sicherlich noch lange nicht so genannt werden kann, außer künstlich vielleicht, aber intelligent noch nicht. Aber trotzdem eine Chance haben, die Gesellschaft zu formen, in der wir sein wollen. Und da ist sozusagen der Sprung von lokal auf global, von meinem eigenen Verhalten auf die Gesellschaft, die da eine Rolle spielt. Das machen die jungen Menschen sehr viel besser als vor, weiß was ich, 40 Jahren vielleicht noch oder so. Und bin sehr stolz und bin sehr gespannt, wie das jetzt so wird, in der Zeit in Klimakrise zum Beispiel. Haben die nämlich begriffen, worum es geht. Und genau. Und wir nutzen die Netzwerke, um uns auszutauschen, und trotzdem sollten wir uns auch bewusst werden, dass immer mehr Vernetzung nicht unbedingt besser ist, weil wir ein Ergebnis von einer unglaublichen und übrigens noch nicht abgeschlossenen Evolution, also einer Optimierung sind, und wir haben uns nicht optimiert auf ein sehr engmaschiges Netzwerk. Es gab übrigens auch Forschungen, die gezeigt haben, also es gibt ein Optimum, und wenn ich weniger und mich mehr verknüpfe, geht es bergab. Also wir müssen mal schauen, wo das noch hingeht, aber genau, also Bewusstsein dafür schaffen, glaube ich, ist das zweite Anliegen, das ich hatte. Susanne Narziss. Ja, also hier sind jetzt wichtige Punkte mit Vernetztheit und so weiter schon angesprochen worden. Ich denke, ich würde nochmal aufgreifen, was ich vorher auch gesagt habe. Also wenn wir 21st Century Skills nehmen, das ist das, was wir entwickeln müssen. Das heißt, fähig sein, kritisch zu denken, innovativ zu denken. Und das bedeutet eben, also was trainiert werden muss, ist eben im Grunde das, was wir jetzt über digitale Technologie zum Beispiel auch an Informationen bereitgestellt bekommen, damit
umzugehen, das als Werkzeug zu verstehen, aber natürlich immer wieder uns das nicht servieren zu lassen, sondern zu gucken, was ist das für eine Informationsquelle, von der das kommt? Ist das eine reliable, also eine zuverlässige Quelle? Kann ich eventuell immer wieder auch prüfen, ist die Information, die ich hier bekomme, wichtig? Das eigene Denken und das eigene Wissen auch immer wieder hinterfragen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Innovation kann nur entstehen, wenn ich mal die Dinge auch auf den Kopf stelle, wenn ich es von einer ganz anderen Perspektive angucke. Und ich denke, diese Denkprozesse höherer Ordnung, die sind wichtig, aber jetzt darf man nicht der Illusion verfallen zu sagen, Wissen müssen wir alles, wir müssen nichts mehr wissen, weil das können wir ja alles googeln. Wenn ich diese Denkprozesse der höheren Ordnung leisten können möchte, brauche ich ganz viel Wissen, weil nur dann kann ich die Vernetzung, die vorher angesprochen wurde, überhaupt auch sehen oder kann auch Bestimmungsstücke, die da fehlen, ergänzen. Wenn ich immer erst alles nachgucken muss und dann muss ich es ja erstmal auch verstehen, wenn ich es nachgucke und dann kann ich es verbinden, das dauert viel zu lange. Also uns kann niemand abnehmen, eine richtig gute Wissensbasis aufzubauen und dann aber auch die Denkprozesse, die man mit diesem Wissen leisten kann, zu trainieren. Und das wichtig ist, das von allen Seiten zu trainieren und auch sich klar zu machen, dass unsere Wissensbestände nicht jetzt festgezurrt sind, sondern es entwickelt sich immer weiter, dadurch, dass wir neue Technologien haben oder neue Erkenntnisse bekommen. Die Pandemie ist das beste Beispiel, wo wir verfolgen konnten, wie sich Schritt für Schritt eben der Wissensbestand weiterentwickelt hat, die Erkenntnisse von heute dann mit dem nächsten wissenschaftlichen Datensatz auch wieder durchaus revidiert werden mussten. Und das sind wichtige Punkte, also immer wissen, ja, wenn ich was weiß, ist es noch lange nicht alles, was ich wissen könnte. Und ich muss gucken, dass ich meine kognitiven Prozesse, also meine Denkprozesse, möglichst gut trainiere. Dirk Becker. Wir stehen ja in puncto kritischem Denken in einer grandiosen Tradition. Man braucht nur den Namen Immanuel Kant zu nennen, der immerhin drei Kritiken geschrieben hat. Und bei dem es so aus der heutigen Perspektive einfach ein Riesenvergnügen ist, nachzulesen, wie er händeringend darauf hofft, dass das, was den Menschen auszeichnet, letztlich vernunftgesteuert sein kann. Und wie er fast nie zu dem Punkt kommt zu sagen, in der Tat, das ist so. Er hat einen eigenen Begriff für das, was wir am liebsten tun, nämlich Vernunfteln, so vor sich hinreden, ohne wirklich kritisch nachgedacht zu haben. Da kann man merken, dass schon bei Kant, also diese Hoffnung auf die Vernunft, die letztlich ihr Wissen ordnet und dann ihren Umgang mit der Welt im Griff hat, irgendwie ins Leere geht. Deswegen ist mein Plädoyer sehr, die Vernunft nicht allzu sehr ins Zentrum zu rücken, die Kritik, so wie Sie es beschrieben haben, zu würdigen, aber auch nicht für eine Universalkompetenz zu halten, sondern eigentlich mehr zu lernen, mit Komplexität umzugehen. Man kann das hier im Hause in der Künstliche Intelligenz-Ausstellung wunderbar trainieren. Man kann es auch im Theater trainieren oder in einem Museum oder in einem Konzert. Wenn wir in einen Raum reingehen, und die Architektur der Ausstellung hier ist großartig unter diesem Gesichtspunkt, wenn wir in einen Raum hineingehen und von Dutzenden von Informationen umgeben sind und erstmal anfangen müssen zu sortieren, wo gehe ich hin, was lese ich nicht, dann macht es sehr viel Sinn, das nicht nur über das mentale Verständnis laufen zu lassen, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes darauf zu achten, was macht das jetzt mit meinem Körper? Wie reagiert mein Magen? Wie reagieren meine Fingerspitzen? Wo bricht mir der Schweiß aus? Das ist hier der Ausstellung nicht passiert, Gott sei Dank, aber es könnte und bei bestimmten Stellen, schwamm drüber. Wo bin ich irritiert? Was verwirrt mich? Und all diese verschiedenen Kompetenzen, die wir als Menschen haben, wirklich als Signale wahrzunehmen, diese komplexe Einheit Mensch nochmal als einen anderen Fokus in der Welt zu begreifen und mich als einen anderen Fokus in der Welt zu begreifen. Die Vernunft hat da streckenweise einen gewissen Überblick. Aber gleichzeitig reagiert alles andere, abhängig von Tausenden von Netzwerkverbindungen mit meiner Familie und mit meinem Universitätspräsidenten und mit meinen Krankheitsgeschichten und mit meinen ich weiß nicht was. Und sozusagen dafür einen Sinn zu behalten, einen Sinn zu gewinnen, bedeutet letztlich, sich tatsächlich nicht mehr in dieser siloartigen, aufrechten, Kopf oben, Füße unten, Menschhaltung zu denken, sondern
eher so eine Art horizontale Geflecht-Idee zu entwickeln für das, was im Grunde genommen jetzt ansteht und wobei uns Maschinen durchaus helfen können. Es gibt eine Frage aus dem Publikum, bitte. Das hatte jetzt natürlich alles schon so einen schönen Charakter von dem Schlusswort. Ich will vielleicht bloß mal eine Beobachtung loswerden und Sie auf eine Diskrepanz ansprechen. Also ich merke bei Ihnen allen dreien in den Statements eine ganz sicher total berechtigte Skepsis gegenüber dem Intelligenzbegriff. Wenn man aber sozusagen mal mit einem Google Ngram Viewer, das ist ein Tool, was Google hat, wo man die gesamten Texte, die bei Google gespeichert sind, durchprüfen kann mit einem bestimmten Begriff und gucken kann, wie häufig ist ein Begriff zu einer bestimmten Zeit verwendet worden und man sieht dann totale Ausschläge. Wenn man mit einem Google Ngram Viewer auf unsere Zeit gucken würde und auf das Textarchiv, was von dieser Zeit existiert im digitalen Raum, ist bestimmt kein Begriff so häufig genannt wie der Intelligenzbegriff. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz, dass in den Wissenschaften, ob in der künstlichen Intelligenz, in der Psychologie, in der Soziologie, eine totale Distanzierung von dem Begriff stattfindet, aber offensichtlich im öffentlichen Diskursschatz, in der öffentlichen Textproduktion dieser Welt, dieser Begriff so häufig verwendet wird. Also offensichtlich gibt es ja im öffentlichen Diskurs ein extremes Bedürfnis, über diesen Begriff der Intelligenz zu sprechen, während sozusagen von professioneller Seite dieses Bedürfnis zurückgewiesen wird. Wie kann man mit der Diskrepanz umgehen? Wie erklären Sie sich die? Und ja. Das ist für mich kein Widerspruch. Es ist ziemlich normal, dass das so ist. Also wenn alle einig wären über den Begriff, wäre der vielleicht gar nicht so oft in den Texten. Was eine ganz wesentliche Sache ist und was ganz wesentlich etwas über unsere Gesellschaft sagt, da muss ich nicht nochmal ans Mikro zurück, und gleichzeitig gibt sozusagen von der professionellen Seite niemanden, der auf dieses gesellschaftliche Bedürfnis antwortet, weil wenn so ein Begriff so häufig wie derzeit oder wie sagen wir mal seit der Mitte des 20. Jahrhunderts im Textarchiv dieser Gesellschaft, ich wollte bald sagen Kultur, aber dieser Gesellschaft vorkommt, der westlichen Gesellschaften vorkommt, gibt es ja ein gesellschaftliches Bedürfnis, auf das Konzept der Intelligenz eine Antwort zu finden und niemanden mehr, der es von professioneller Seite beantwortet. Wie kann man damit umgehen? Wir haben doch jetzt eine ganze Stunde darüber gesprochen. Ja. Also ich meine, die Wissenschaft teilt die Faszination an Intelligenz, aber auf wissenschaftliche Art und Weise. Das heißt, mit einer Fülle von verschiedenen Konzepten, mit einer Fülle auch von kritischen Überlegungen zu den eigenen Konzepten. Aber eigentlich sind wir genau da, wo dieses Publikum auch ist. Die Ingenieure, ich meine, ihre erste Reaktion interessiert mich nicht, war ja super, ein super Beleg dafür, ja, aber es beschäftigt mich auch, weil sie das dann anschließend alles belegt haben, was sie da nicht interessiert, aber trotzdem für sie fasziniert ist, wenn ich sie jetzt als Beispiel nehmen darf. Also ich glaube, woran wir als Wissenschaftler interessiert sind, wenn wir auf diese Publikumsinteressen achten, ist, dass wir da in derselben Situation stecken, aber natürlich mit einer anderen, nämlich fachlichen und interdisziplinären Brille drauf schauen. Ich würde jetzt noch mal erst mal eine Rückfrage stellen. Wie kommen Sie daraus, aus einer Häufigkeitsanalyse Bedürfnisse zu erschließen? Brauchen wir doch noch mal das Mikrofon, bitte, das mobile Amor, bitte. Ich habe darauf keine Antwort, aber die Frage ist sehr gut, weil ich tatsächlich gedacht hätte, je häufiger ein Begriff zu einer bestimmten Zeit vorkommt, umso umstrittener ist er, umso wichtiger ist er, also man muss ja die Konjunktur eines Begriffes, die sich in der Häufigkeit ausdrückt, irgendwie versuchen zu erklären. Und deswegen hätte ich vermutet, es gibt einen großen Bedarf an Intelligenz, weil der Begriff eben im öffentlichen Diskurs so dominant ist. Aber Sie haben recht, vielleicht ist das eine falsche Korrelation, die ich schon wieder herstelle. Ja, Sie wenden jetzt eine Attribution, also eine Erklärung dafür an, wie das zu dieser Häufung kommen könnte. Das könnte, also vielleicht ist es wie mit Mode. Und das ist eben, vorhin wurde genannt, das ist ein Label, das war eben dann erstmal Ende des 20. Jahr, oder 80er Jahre, 70er Jahre, war das gehypt letztendlich, um dieses Modewort jetzt auch zu verwenden. Und jetzt ist es eben wieder ein Stichwort, das sehr häufig auftaucht. Und es ist so ein bisschen, also ich erlebe das so ein bisschen wie mit einer Lawine. Da wird der Schneeball KI wieder losgeschickt und dann rollt es erstmal los. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit den Bedürfnissen der
der Menschen jetzt was zu tun hat, dass dieses Stichwort so oft auftaucht. Und der Engram Viewer beinhaltet auch wissenschaftliche Publikationen. Das heißt, da sieht man, dass alle darüber reden. Und also ich sehe jetzt da nicht diesen Widerspruch oder den Gegensatz. Das ist, alle reden darüber. Aber trotzdem, meine ganz einfach, welcher Begriff wäre denn geeignet, im größeren Publikum die Entwicklung von Maschinenlernen auf eine kritische Art und Weise zu beobachten? Welcher Begriff könnte das besser bündeln als der Begriff der Intelligenz? Also müssen wir den doch als Heuristik im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs verwenden, und wir müssen es riskieren, dass die Wissenschaftler mit dem Intelligenzbegriff hausieren gehen, um ihre Fundraising-Kampagnen erfolgreich zu machen. Das müssen wir riskieren, weil es gehört dazu. Du brauchst ja ein Wort. Und wenn es eben eine schiefe Krücke ist, aber es ist trotzdem ein Hilfsmittel, um anzusprechen, was wir meinen. Ja. Also das nächste Podium mit einem Germanisten, einer Germanistin, fassen wir zusammen. Konjunktur, Wort, Intelligenz ist doch super für uns. Wir sind in einer Wissensgesellschaft, einer Transformationsgesellschaft. Es wäre doch schade, wenn wir ein schwaches Wort haben. Intelligenz, was kann uns Besseres passieren? Da sind wir fast wieder bei Ihrem Herrn Kanterbecker, der ja sagt, Einheit der Vernunft, die sich selbst zu helfen scheint. Also mit anderen Worten, lassen Sie uns alle bei der Intelligenz bleiben. Wir hoffen, wir haben einigermaßen beleuchtet, was es für Facetten gibt. Wollen wir uns alle noch einen letzten Satz zur Intelligenz gönnen, Herr Landgraf? Intelligenz der Honigbiene, des Guppies oder auch Ihrer studierenden Gruppen Intelligenz? Ein Schlusssatz noch? Jetzt bin ich kleiner gefordert. Überfall, das ich glaub, ist ich mir völlig nicht, klar, sorry. Ich bin nicht so intelligent heute, dass ich das schaffe. Doch. Intelligenz, wem bringt's was? Weiß ich nicht. Philosophischer Satz von Ihnen, Frau Narziss. Ich würde die Gelegenheit nutzen, einen Hinweis zu geben für das Publikum auf ein neues Buch von Sternberg mit dem Titel Adaptive Intelligence. Das ist jetzt ein Wissenschaftler, der eben das Konstrukt aus der Psychologie nochmal weiter treibt jetzt mit Blick auf die Herausforderungen, die wir heutzutage haben. Sehr lesenswert und sicher sehr erkenntnisreich, um die eigene das eigene intelligente Verhalten auch weiter zu trainieren und zu üben. Dirk Becker, Ihr Satz. Ich würde sagen, Intelligenz ist die Fähigkeit auszuhalten, dass andere dazu neigen, Umwege zu gehen. Auch schön. Also wir kriegen viel Denkstoff an diesem Vormittag. Vielen Dank für Sie, fürs Mitmachen, Mitdenken, Mitreden und an der Intelligenz arbeiten, an unser allem Weg. Also vielen Dank auch für Sie, für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir dürfen aufmerksam machen auf das nächste Panel, 13 Uhr, nach einer schönen Pause für Sie. Es geht um künstliche Dummheit, um Unfälle und Täuschungen der KI. Damit sagen wir alle Danke, wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag hier in diesem Haus. Danke für die Einladung und alles Gute. Tschüss.